Doch, wir kommen hier hoch. Yeah! Ist das hier eigentlich ein Fahrstuhlaufzug oder so? Ich weiß nicht, warum müssen wir denn jetzt hier ein Jump'n'Run machen? Dachte sich das Spiel nicht? Ach komm, wir machen einen auf Mario. Genau! Oder auf Prince of Persia. Richtig, das muss zu einem ordentlichen Horrorspiel immer dazukommen. Ich könnte hier fallen. Das wäre nicht so toll. Also das erinnert mich jetzt hier ehrlich ein bisschen an Prince of Persia. Das ist wirklich so, wie wenn der irgendwo hochklettert, weil der benutzt ja keine normalen Wege. Oh nee, nee, ist jetzt nicht dein Ernst. Ist jetzt nicht dein Ernst. Komm, geh mir nicht auf den... Nee, ich glaube, er geht mir nicht auf den Geist, sondern ein paar anderen Leuten. Das finde ich gut. Ich frage mich, ob der Typ hier verrückt wird. Ich bin mir da bis jetzt noch nicht so ganz sicher. Hallo? Wie mache ich das? Hallo? Wie komme ich hier dran vorbei? Hallo? Hallo? Ich kann da nicht einfach rüberspringen, oder? Nee, sag ich doch. Ach nein, da... Hä? Wo muss ich denn jetzt? Ach, hier muss ich... Nee. Hä? Ich bin gerade etwas verwirrt. Tut mir leid. Wo muss ich denn jetzt hier weiter? Muss ich hier... Da könnte ich irgendwie hochkommen. Kann ich mich hier irgendwie hoch? Nee. Hallo? Okay, hier kann ich auch nicht hoch. Ach, hier ist ein Lüftungsschacht. Ach, Mensch. Schön. Ja. Komme ich auch nicht rein. Na gut, dann gehe ich halt da rein, der schon offen ist. Ja, tut mir leid, ich war gerade so in Jump'n'Run-Feeling. Da dachte ich mir... Wartet mal, halt, stopp. Ich benutze meine Hand und ich sehe meinen Fuß... Hab ich denn... Was? What the fuck? Wo ist denn mein anderer Fuß? Ah. Ich glaube... Nein. Ich glaube doch, er kriecht irgendwie. Warum soll ich hier runterfallen? Ah, aber das tut doch weh. Nebel. Stimmt, das hatten wir im ersten Teil noch nicht. Warum also nicht? Darf ich hier bitte rein? Da liegt eine Batterie, die will ich haben. Hallo? Oh, Mann. Was soll das denn? Ich mag das. Vor allen Dingen merkt ihr das gerade. Wir sind jetzt mal ganz ruhig. Es ist komplett still. Und das sagt mir eigentlich schon, Achtung, Achtung, hier passiert gleich was. Was auch immer hier passieren wird, es passiert gleich. Ich gehe mal lieber ins Licht, obwohl... Ich darf nicht ins Licht, dann verpasse ich die Batterie. War das nicht hier irgendwo? Ja, Tatsache. Ich sollte mir doch ein Funkgerät besorgen. Hier ist ein Funkgerät. Aber nee, das nehmen wir nicht mit. Weil das Funkgerät ist doof. Spiel, hör bitte auf. Hör bitte einfach mal auf. Du bist voll fies. Und das mit voller Absicht. Ich höre schon wieder den Mann mit der Kettensäge. Das ist nicht nett. Ich gehe mal vorsichtshalber schon mal hier rein und nehme meine Stellung ein. Hallo. Ich weiß noch nicht mal, ob der da irgendwo war. Ich weiß nur, wenn ich jetzt weglaufe, ob ich meine Batterie dann lieber wechseln sollte oder nicht. Wisst ihr, das Schlimme ist nur immer, wenn ich in so einer wirklicher Wegrenn, sagen wir mal, in so einer Wegrennphase bin, dann... Hallo, kommt der jetzt auch mal? Dann muss ich meistens gleichzeitig weglaufen und signalisieren, wo ich hin muss. Und das finde ich, für mich persönlich ist das ziemlich schwer. Weil ich krieg das einfach nicht auf die Reihe. Ich krieg das nicht auf die Reihe. Ich hab dann zu viel Adrenalin. Der ist noch nicht hier. Der ist noch nicht da. Ich höre ihn doch aber. Ich höre ihn ganz genau. Und gleich laufe ich ihm in die Arme, wenn die Batterie ausfällt. Moment. Yeah, es ist offen. Wir sind draußen. Was? Hallo, ich bin in einer großen Bibliothek. Hä? Oh, nee. Nicht du schon wieder. Oh, ich sagte doch, was soll das denn? Und ich weiß noch nicht mal, wo ich hin muss. Oh, ich glaube, der hat gesehen, dass ich hier runtergekrochen bin. Ja, lass mich doch mal hier raus. Dankeschön. So, ich muss, glaube ich, bestimmt in die Richtung, wo er gerade herkam. Nein, nein. Oh mein Gott, Hilfe. Ah! Ich laufe hier einfach mal irgendwo lang. Ich weiß zwar nicht, wo das ist, aber... Meine Güte! Ist das hier ein langer Weg? Los, durch hier!
glaube, ich bin sicher. Ich glaube, da kommt er nicht durch. Yeah! Wir haben es geschafft! Wir sind aber mal der Beste! Ja, ein Klo! Hallo? Hi, störe ich? Ja, macht mal weiter so. Bitteschön. Viel Spaß bei euren Sexspielchen. Naja. Hätte er das Klo wenigstens vorher putzen können, das wäre einiges besser. Warum ist hier eigentlich immer eine Kabine, wo nichts drin ist? Absolut gar nichts. So, was haben wir uns denn Schönes aufgeschrieben? Notizen. Habe ich schon ein Dokument wieder gefunden? Oh ja, tatsächlich. Tut mir leid, das habe ich euch nicht gezeigt. Oh nee, Pfarrer. Der Pfarrer, oh nee. Der soll nur weggehen, der soll hier nicht vorkommen. Ey. Ich mag den Pfarrer nicht, der ist einfach krank. Lässt du das bitte durch. So, und jetzt lese ich vor, was in unseren Notizen steht. Unterschiedliche Auswirkungen. Lisa, oder wer auch immer das hier findet, sei dir bewusst, dass Murkoff Monster erschafft. Ich habe die Patienten nie wieder gesehen, nachdem sie die sogenannte Therapie dieses Deutschen durchlaufen haben. Immer die Deutschen, warum schimpft er denn bitte immer auf die Deutschen? Ich weiß, die Deutschen haben damals Scheiße gebaut, aber sie sind nicht mehr so. Zumindest hoffe ich es. Einige Idioten gibt's immer noch in Deutschland, das gebe ich zu, aber das muss es doch überall in den Ländern geben. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich nur in Deutschland Idioten gibt. Ich meine, es muss doch auch, keine Ahnung, in Frankreich, England, Russland, Brasilien, überall gibt's doch Idioten, oder nicht? Deswegen macht doch Deutschland nicht immer so runter. Sie haben es früher vielleicht verdient, aber jetzt haben wir das Herz an der richtigen Stelle. Ja, okay, wie gesagt, nicht alle. Egal, wir machen einfach weiter. Der Antrieb. So viel schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe. Sie mögen noch Menschen sein, aber irgendetwas wurde aus ihnen herausgerissen. Und so viele andere Dinge wurden hineingestoßen. Sie waren nicht alle Mörder. Sie waren krank, aber keine Mörder. Murkoff machte sie zu Monstern. Dr. Rosette sagte, der Antrieb habe unterschiedliche Auswirkungen. Die unterschiedliche Resultate, die unterschiedlichen Resultate zu wechselhaft, als dass man irgendeine Vorhersage machen könnte. Ich dachte, es sei Kantinengeschnatter. Rolls endloses Gerede. Ich hätte zuhören sollen, denn es war die Wahrheit. Ja, ich weiß, der letzte Satz stand da nicht, aber den habe ich dazu gedichtet, weil der passte. So, wir gehen mal weiter. Ich würde auch sagen, ich spiele jetzt nur noch bis zum nächsten Speichern. Und dann höre ich erstmal auf. Für heute. Denn das ist zu viel für mein Gemüt. Ernsthaft. Zu viel. Einfach zu viel. So, wo geht's denn uns? Hi! Ja, du kannst nicht atmen, ich weiß. Ich soll das Gas abdrehen. Ich gebe mir Mühe, keine Sorge. Aber dir kann ich wahrscheinlich eh nicht mehr helfen, weil du bist einfach mal vergast. Toll, und jetzt sind wir wieder bei Deutschland. Oh Mann, ey, was für eine schlechte Überleitung. Vor allen Dingen mich hält, ist das... Ich stelle mir das hier so vor wie in Quarantäne, dass alles einfach nur in Plastik gehüllt ist, aber ich kann hier nicht dran vorbei, ja? Ich kann einfach durch Plastik nicht durchhauen, ne? Nimm die Batterie bitte. Hallo? Ha? Oh, ich habe schon wieder 10 Batterien. Okay, gut. Dann nimm die Batterie nicht, weil wir haben zu viele. So, wo muss ich denn jetzt hier durch? Hallo? Wo ist denn hier Plastik kaputt? Ich sehe absolut hier gar nichts. Moment, ich muss mich mal kurz an der Nase kratzen. Yeah! Oh ja, das war gut. Das hat geholfen. Hä? Ich bin sehr verwirrt. Hallo? Nee, da will ich bestimmt nicht wieder hin. Da nicht. Ich kann ja überall hingehen, aber nicht zurück. So. Nee, ich komme hier tatsächlich nicht lang. Was soll das denn? Soll ich mal vielleicht der Gasleitung hier folgen? Das hilft mir vielleicht so ein bisschen. Irgendwo muss das ja... Okay.
Das hat nur. Das muss doch hier irgendwo herkommen. Das kann doch hier nicht einfach irgendwo herkommen. Ich dachte, das würde helfen, wenn ich der Gasleitung folge, aber es ist einfach mal gelogen. Weil die geht einfach nur von der einen Tür zur anderen. Heil. Das ist absolut verwirrend. Sehr verwirrend. Ah, hier komme ich durch. Ach, hier war ich ja schon mal durch. Aber hier ging es irgendwo weiter. Irgendwo muss es hier weitergehen, denn sonst würde sich das, glaube ich, nicht lohnen, hier überhaupt herzugehen. Kann ich das hier nicht wegschieben? Hallo? Nee, er springt nur. Kann ich das bitte wegschieben? Nein. Aber hier kann ich durch. Ah. Ich mag übrigens diese Partikel, die hier in der Luft schweben. Das ist, glaube ich, Staub oder so. Ich finde, das macht gerade richtig Feeling. So ein schönes, altes Gemäuer-Feeling. Obwohl das hier eigentlich nicht alt ist. Schon wieder ein Dokument. Yeah! Für euch zum Lesen. Aber ich finde das schön, wenn ihr, also, ihr müsst das jetzt nicht gemacht haben, aber wenn ihr mal so in alten Häusern gewesen seid, ich habe das in meiner Kindheit früher sehr gerne gemacht, weil ich mochte alte Häuser, die hatten so eine schöne Atmosphäre. Natürlich jetzt nicht so alt, dass ich reingehe und dann denke, yeah, der Boden fällt unter meinen Füßen ein, sondern eher so alt, dass sie noch intakt sind, aber halt nicht bewohnt, so alt. Manche finden das ja gruselig, aber ich finde, ja gut, in der Nacht würde ich da auch nicht hingehen, aber ich finde halt, die haben so irgendwas an sich. Es gibt auch zahlreiche Fotos, müsst ihr einfach mal bei Google wahrscheinlich eingeben, so alte Häuser oder alte Gemäuer oder sowas. Und da gibt's einige Fotos, die sind richtig genial, die finde ich schön. Also mir gefällt sowas. Und deswegen, also dieser Effekt, der hier ist, der ist auch in alten Häusern vorhanden. Damit ihr wisst, von was ich rede. So, habt ihr das gelesen? Ja, gut, danke. Tschüss, und wir beenden hier mal wieder. So, ich will das Gasleck finden. Wo ist denn das Gasleck? Oh, nee. Hier macht irgendwer schon wieder Geräusche. Das finde ich nicht gut. Das gefällt mir nicht. Hallo? Ich wusste doch, dass der nichts von mir will. Gehst du jetzt einfach durch... Aua. Könntest du bitte aufhören damit? Das tut ein bisschen weh. Es tut vom Zugucken auch schon weh. Ich weiß, manche Dinge sind echt blöd gelaufen und dafür müsste man sich eigentlich an die Wand hauen, aber du hast das nicht verdient. So, was? Verstecken? Nein, ich will mich hier nicht verstecken. Ich möchte das Gasleck ausmachen. Hallo? Hier ist schon wieder dunkel, das mag ich nicht. Aber bis jetzt ist doch alles gut. Alles super. Machen wir die... Ne, die Tür kann ich nicht aufmachen. Ich dachte, ich kann ihn von der anderen Seite jetzt auch nochmal ärgern. Die Tür kann ich hier wieder aufmachen, das ist schön. Das ist schön, das mag ich. So, ach nö. Oder... Ich sehe das schon kommen. Da hinten leuchtet's. Und ich glaube, das war die Nummer hier, die da eben an dem Kasten auch geleuchtet hat. Und ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn wir da jetzt hingehen. Oder schlecht. Ich halte es für durchaus schlecht. Hallo? Oh! Wie nett. Können wir da bitte rein? Bitte? Danke? Yeah! Dann kann ich schon mal sehen. Oh, toll. Ja, ganz toll. Ja, ganz super, toll. Ganz klasse. Bitte zur anderen Seite hoch. Ich weiß noch nicht mal, ob das richtig ist, was ich hier mache. Ich mache es einfach aus Intuition. Was ist das denn da? Ich kann es auf jeden Fall nicht nehmen. Naja, es bringt mir eigentlich gar nichts, hier drin zu sein. Absolut gar nichts. So, wir laufen jetzt einfach mal schnurstracks, obwohl ich mir denke, das ist ein Fehler. Oh, es wurde gespeichert. Guck mal, da ist unser alter Mann mit dem Bart. Aber den sehen wir das nächste Mal wieder. Halt, stopp! Du schlägst mich nicht. Denn die Aufnahme ist hier und jetzt beendet. Und beim nächsten Mal kannst du mich gerne verprügeln und schlagen, aber nicht heute. Nicht hier, nicht jetzt. Ich würde sagen, das war's erstmal von Outlast DLC Weisel Bro. Keine Ahnung, ich habe schon wieder vergessen, wie das heißt. Mann, ich bin total bescheuert und informativ. Aber egal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt euch mit mir gegruselt. Ich habe mich auch ein bisschen gegruselt. Aber wenn man halt Outlast schon mal einmal komplett durchgespielt hat, ist man schon auf einiges gefasst, aber nicht auf alles. Also, bis zum nächsten Mal und wir sind raus. Tschüss.